einem Baggerbiss hat der Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport Dr. Martin Scheirer am Dienstag, den 10. Juli 2018, den symbolischen Startschuss für die Bauarbeiten der Sporthalle Waldau gegeben. Also sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Sports, das Sport- und Erholungsgebiet Waldau, das ist nach dem Neckarpark ja das zweitgrößte Sportgebiet Stuttgarts, 41 Hektar hat es. Und hier unter dem Fernsehturm versammeln sich ja ganz zahlreiche Sportvereine in eine Schule, drei Kindergärten, ein Hotel, eine städtische Bezirkssportanlage, ein Kletterzentrum, ein Veranstaltungszentrum, das Gazi-Stadion sowie gleich da schräg gegenüber die Eiswelt Stuttgart. Ich danke auch dem Gemeinderat als Verwaltung und als Bürger dieser Stadt, der immerhin 15 Millionen Euro in die Sportstadt Stuttgart investiert hat. Und zum Schluss alles Gute, viel Glück und was soll schon schief gehen, wenn zwei Büros, ein Architekturbüro und ein Stadtplanungsbüro, die Glück heißen, hier ihre Hand dabei haben. Da kann das Werk nur gelingen. Herzlichen Dank. Die neue Sporthalle schafft eine zentrale Trainingsstätte für die Degerlocher Sportvereine und soll im Herbst 2020 fertiggestellt sein. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.